voordat hij zo meteen gaat draaien, nog even de laatste schoonmaakbeurt. En dan is de kabelbaan er klaar voor. Erwin Martensleger is al maanden in Venlo om de baan te bouwen. Speciaal voor de Floriade. Seit 20. März sind wir hier bis 15. November. Die Maschine, das ist dieser rote Motor mit einem gekuppelten Getriebe und mit einer Leistung von 1200 PS. Dieser Getriebeblock geht nach unten und treibt praktisch die Antriebsscheibe an, oder? Dass das Seil bewegt, oder? De kabelbaan is 1,1 kilometer lang. Er zijn 42 cabines waarin 8 personen kunnen. En een ritje van de ene naar de andere kant van het terrein duurt zo'n 10 minuten. Vanuit het bedieningscentrum wordt alles nauwlettend in de gaten gehouden. We bevinden ons hier in commandoraum der Seilbahn. En hier wordt alles aangezeigt wat die baan kan. Man kan zeggen, alles dreifach überwacht. Also Seilbahnen sind ja das sicherste Verkehrsmittel, was es gibt. Extreem veilig dus, maar vooral ook erg vreemd. Want een kabelbaan in de zon in Nederland is toch wel heel wat anders dan eentje in de sneeuw in Oostenrijk. Bij ons is het zo, oder? Van dort waar we herkomen, oder? Daar begint een Seilbahn op 600 meter en gaat erop bis 2.500 bis 3.500 meter, oder? Hier hebben we eine Seehöhe von 60 Meter, eine Steigung von 1,50 Meter, also es ist flach, oder? Wir müssen uns daran gewöhnen, oder? Weil wir immer nur Berge sehen, oder? Der einzige Berg, was wir hier sehen, sind kleine Hügel. Ich bin jetzt 24 Jahre bin ich in der Seilbahnbranche und davon 17 Jahre Maschinist und Betriebsleiter. Und wie lange sind Sie hier in Venlo? Ich bleibe hier, bis die Floriade zu Ende ist. Das wird 2012, Oktober 2012 sein. De kabelbaan gaat zo meteen dus open en draait dan tot en met oktober. Daarna gaat hij dicht tot april, maar tijdens de Floriade volgend jaar is de baan volop in bedrijf. Und nächstes Jahr zur Floriade Hauptzeit, oder, sind wir zwölf Personen. Jeweils ein Sechser-Team hat immer 10 Tage hier Dienst. Und nach der Floriade, dann verdwijnt die Bahn weer uit Venlo. Diese Bahn wird nach 2012 abgebrochen, geht zurück zur Firma Doppelmeier, wird general überholt und dann Silvetta Montafon wird sie neu aufgestellt. Aber wie gesagt, für die Niederlande ist das eine Attraktion und auch für die Floriade, oder? Eine der größten Seilbahnen hier in Niederland zu haben.